Ach. Ist das richtig? Kann das sein? Stimmt das? Na los. Komm schon. Jetzt. Oh, die armen Tiger, die tun mir voll leid. Was ist das für ein Sample? Alter! Oh, wie viel uns der abzieht, ey. Aber coole Musik. Hört mal. Oh, geil. Ich nehme alles zurück. Da ist ein Loch in der Mitte. Da liegt ein Affe. Ey, die Musik, die ist ja mal cool. Da oben liegen noch Schrotmuni, die holen wir uns gleich. Da holen wir uns den Affen. Ey, cool, die Musik. Oh, Mutzi. Mutzi. Alter. Mutzi für die Uni. Muni für die Uzi. So. Dum, 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 dum. Ey, cool, die Musik. Ich glaube, es ist nicht so gesund, hier runterzufallen, oder? Jo, das sind Stacheln. Das lassen wir lieber sein. Alter, ist die Musik cool. Die passt voll gut rein hier in das Spiel. Die Speicherpulsar muss kurz unterbrechen. Die Musik läuft auch das erste Mal weiter. So, wir gehen das jetzt mit dem Ducken auf Punkt, ne? Ja, genau. Punkt ist Ducken und dann können wir durchkriechen. Ich seh nix. Das ist ein Kristall. Den nehmen wir mal mit. Oh, guck mal, wer da ist. Noch ein Tiger. Hier leben sehr viele Tiger. Der ist aber auch hartnäckig. Ist schon aus, die Musik. Oh Mann, ich will noch mal hören. Musik! So, was haben wir hier jetzt? Geht weiter. Das war, ich meine, das war ja sehr schön mit der Musik. Da können wir vielleicht hochkraxeln. Na. Umgefallener Baumstamm haben wir hier. Da so links. Da so ungefähr. Ja, da ist was. Cool. Was ist denn das? Was ist das? Was ist das? Hallo? Lara, zeig mal her. Was hast du da gefunden, Mäuschen? Zack, zack, zack. MP5. MP5? Nice. Wir kriegen eine MP5. In Klammern hoffe ich, dass wir sie finden. Das wäre echt cool. Na. So. Hier sind wir jetzt wieder oben drauf. Weiter geht's. Ich bin gespannt, was hier passiert. Was ist hier los? Das sieht mir doch wieder... Da unten, da ist bestimmt, sind irgendwelche Stacheln drin. Ich gehe mal an den Rand und guck mal runter. Ja, da unten ist auf jeden Fall wieder ein Affe. Den holen wir uns zuerst noch. Ist er tot? Ja. So, wo müssen wir jetzt hin? Da können wir uns runtergleiten lassen. Jawohl, da passiert uns nichts. Ist auch fies hier mit den Stacheln. Hier, gehen wir mal da lang. Schauen wir mal, was da hinten ist, ne? Freunde. Oh, da sind Stacheln. Da müssen wir durchgehen. Das kennt er vielleicht auch noch aus den anderen Teilen. Da oben ist irgendwas. Sie guckt schon da hoch. Da oben scheint sich bescheiden. Ah, ein Affe. Scheint sich irgendwas zu befinden. Alter. Das war gerade sauknapp. Das war nicht geplant. So, wie kommen wir jetzt? Müssen wir jetzt darüber springen oder was? Speicherpulsar, ta-da-da-da, speichern. So. Alter, das war knapp. Hier kriegen wir ein kleines Medipack. K-
Können wir hier hoch? Hallo? Oh, nein! Sorry, das war nicht meine Absicht, das wollte ich nicht. Das gibt mir die Gelegenheit, nochmal kurz danach zu schauen. Ob da hinten noch was liegt? Nein, da liegt gar nichts. Das ist auch sehr gut. Jetzt müssen wir nochmal so blöd durch... Oh nein. Müssen wir nochmal durch die Stacheln durchlaufen. Aber das macht nichts. Diesmal kriegen wir es besser hin. Die Lara, die kann das ja. Einfach Shift gedrückt halten und schon geht sie durch die Stacheln und wir bekommen nichts abgezogen. Das finde ich sehr gut. Da hält sie sich auch gut fest. Dann können wir die nächste Ebene hochklettern. Und da wissen wir ja, da befindet sich der Affe. Ah, wir können gar nicht hoch, weil es ist zu eng. Hallo, kleiner Mann. Du wirst auch noch sterben. Lalalala. So, hier können wir uns aber hochziehen. Wir holen uns mal ein bisschen Abstand von dem Affen. Denn ich möchte nicht, dass der uns gleich Energie abzieht. Haben wir ihn? Jo. So, wir können jetzt nach da. Ne, wir können nicht nach da. Da ist gar... Oder? Ist da was? Können wir da hoch? Aber bringt uns das was? Ne, da ist, glaube ich... Ne, da ist nur eine Schräge. Das bringt uns gar nichts. Hm. Da können wir doch hoch, oder? Huch. Da meinte ich, können wir hoch. Ist da oben vielleicht, jetzt kann ich ja mal gucken, ob da oben irgendwas ist. Ne, da ist nur eine Schräge. Da haben wir einen Diamanten. Kristall ist es, Entschuldigung. So. Was ist denn hier? Komm, jetzt zieh mal eine Fackel. Oh, jetzt muss ich schon wieder in die Controls gehen. Der Fackel ist nicht mehr auf Unterstrich, keine Ahnung. Wo sind denn die Controls? Da. Flare ist Punkt. Hä? Echt? Was? Nee, das ist doch gelogen. Ist doch gar nicht wahr. Warte, ich guck mal nochmal. Was ist die Fackel? Hä? Ist das Komma? Ja, es ist Komma. Da ist oben ist ein Hebel. Was haben wir hier? Da ist nichts. Oh, oh, das sieht mir wieder nach einer Falle aus. Dann werft die Olle wieder die Fackel weg. Guck mal. Da können wir auf jeden Fall hochziehen. Was haben wir hier? Oh, was ist denn das? Oh, ein Geheimnis. Cool. Lara, ich sehe nichts. Hallo? Nimm mal da auf. Was auch immer das ist. Das schauen wir uns gleich an. Wir holen uns erstmal noch das, was da auf der Rückseite liegt. Oh, das sieht mir nach nicht Granaten. Wie heißt das? Raketen aus. So, wir gucken mal schnell. Rockets, genau. Raketen. Und das sind Harpunen. Das kennen wir auch schon aus dem zweiten Teil. Ja, schön immer zurück. Na, mal schön den Arsch in die Kamera halten. Das gibt Views, meine Lady. Lass dich mal runter. Macht's es. Ich sehe das jetzt gerade nicht. Wir hängen voll in der Kugel drin. So, der Speicherpulsar, der speichert, denn wir wissen jetzt beide, was kommt. Du und ich, wir kennen das Spiel. Wenn ich jetzt den Hebel ziehe, dann ist Schluss mit lustig. Wir ziehen nochmal eine Fackel. Wir haben ja genug. Und? Ja. Dachte ich mir schon. Da können wir die Kugel passieren lassen. Und können wir jetzt eigentlich weiter durch den Gang hoch? Können wir jetzt eigentlich weiter da hoch? Können wir uns da jetzt, wo die Kugel war, können wir uns da jetzt hochziehen? Geht's da oben weiter? Nee, da geht's nicht weiter. Auf der anderen Seite vielleicht. Nee, da ist nur die Luke. Beziehungsweise die Nische. Oh, die Fackel erlischt. Was hat sich jetzt getan für uns? Wo kommen wir weiter? Hat sich vielleicht irgendwo eine Tür geöffnet oder so? Da läuft jemand. Ach, guck mal, wer da unten ist. Ha, ha, ha. Wer hat sich denn da unten bereitgestellt für uns? Ich glaube, wir müssen jetzt wieder ganz nach unten, würde ich mal schätzen. Sonst würde da kein neuer Gegner auf uns warten. Hier können wir uns einfach so runterfallen lassen. Das geht schon mal ganz gut. Können wir jetzt den Tiger uns von hier oben holen? Normal schon. Ja, das funktioniert. Komm, der hat da gar keine Chance gegen uns. Hallo, Tigerlein. Haben wir vielleicht ein Tor geöffnet? Hallo?
Gut. Wir gehen wieder zurück durch die Stacheln. Bin mir sicher, die Frage ist, können wir da hoch? Ich möchte es eigentlich nicht riskieren. Ich meine, das bringt uns auch in dem Fall, glaube ich, nichts. Ich glaube, wir haben noch alle Energie, oder? Ah, ein bisschen haben wir verloren durch den letzten Kampf, genau. Aber das macht nichts, das kriegen wir schon hin. So, was ist jetzt hier? Da kann man noch rein. Guck mal, man kann in den Baumstamm rein. Seht ihr das? Da will ich rein. Da müssen wir rein, Leute. Komm, ich speichere mal wieder ab. Wie funktioniert das? Ist da, was ist da drin? So vielleicht? Ja, das funktioniert. Ach, Alter, schon wieder ein Geheimnis. Was ist denn da los heute? Ich sehe nix, sehe nur Arsch. So. Wir kriegen ein paar Fackeln. Jetzt haben wir schon 5 Geheimnisse. Sehe ich das richtig? Was haben wir hier? Kommen wir nochmal für die MP5 wahrscheinlich Munition. Genau, das sind Clips. Komm, Lara, geh mal zurück. Dreh dich mal elegant. Genau. Nee, ich glaube, es ist. Sinnvoller, wenn wir rückwärts, glaube ich, runtergehen. Ach, das ist aber blöd hier. So, da hält sie sich mal auf jeden Fall fest. Und nun? Ach. Sind da nicht die Stacheln direkt unten drunter? Oh oh. Hilfe! Oh. Alter, das war knapp. So, jetzt sind wir auf jeden Fall unten. Das haben wir schon mal gemeistert. Tigerlein! Hallo! So, wie gut, dass wir den schon vorher ein bisschen, naja, geschwächt hatten. Guck mal, was da liegt. Also, jetzt, wir werden ja geradezu überhäuft mit Munition. Was ist da los? Hallo? So, die Munition nehmen wir uns mit. Was haben wir hier für Munition? Das ist wieder andere, glaube ich, oder? Ich guck mal schnell in unser Inventar rein. Ja, es ist andere. Es sind Desert Eagle Clips. Was ist hier los? Desert Eagle! Der ist tot, der macht nichts mehr außer das Maul aufreißen. Guck mal, da unten geht's auch noch weiter. Da ist ein großes Tor. Ich habe keine Ahnung, wir gehen erstmal da lang. Ich glaube, weil das haben wir nämlich geöffnet. Nur vorsichtshalber. Ja, schon wieder Affen. Cool, guck mal, das sehe ich erst jetzt. Der hat ein Medipack, hat der im Alter. Oh, ein Medipack hat der am Maul getragen. Wie fies ist das denn? Hallo? Da kommt bestimmt die. Ah, da kommt noch eine Kugel runtergerollt. Alter, was ist hier los? Der hat das Medipack voll im Maul getragen. Wie süß. So, wir erkunden natürlich das Areal ein bisschen ab, ob sich da noch was befindet. Denn wir haben schon bereits jetzt gelernt, nach einer knappen halben Stunde, ein bisschen mehr, dass wir jeden Ecken durchsuchen müssen. Denn es gibt hier überall was zu finden. Die Entwickler... Was war das? War da was? Die Entwickler haben überall verstreut was liegen gelassen für uns. Das finde ich sehr gut. Da oben zum Beispiel, guck mal, da sind ein paar Fackeln. Das meine ich zum Beispiel, wir müssen echt alles absuchen. Das gefällt mir richtig gut. Nimm mit. Nachher wird Lara so einen vollen... Ich weiß gar nicht, wie die das in den kleinen Rucksack da reinkriegt. Das ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. So, was ist hier? Hier ist nix. Da sind die zwei Kugeln, denen wir bravourös ausgewichen sind. Beziehungsweise groß ausweichen mussten wir den ja nicht. So, ist hier irgendwas? Ich traue der Sache nicht. Ist da oben irgendwas? Irgendwas. Nee. Da hinten. Da können wir nicht hoch, leider. Da vielleicht. Nee, da ist auch nichts.
Was wir eigentlich noch nicht überprüft hatten, ist, befindet sich was hinter dem Gebüsch? Das ist natürlich auch noch eine Frage. Also das mit dem Gebüsch meine ich da, wo die Kugeln rauskamen. Da. Speicherpulsar wird wieder aktiv. Das machen wir schnell. Geht das? Nee. Ja. Und wir werden genau von der einzigen Kugel, die noch da ist, werden wir überrollt. Das war wie ein Profi. Ich hab die Kugel zwar noch, den muss dann, die rollt dann wohl in die Mitte zwischen den beiden vorbei. Konnte ja da eigentlich nichts passieren. Genau. So, was ist hier? Warum dürfen wir hier sein? Ist da oben irgendwas? Ah, guck mal da. Da ist eine Öffnung im Boden. Erstmal gucken, ob da unten nicht irgendwelche Stacheln für uns sind. Ja, da sind Stacheln. Kommen wir da irgendwie runter? Ah ja. So vielleicht. Das sieht doch schon mal gut aus. So, da blinkt irgendwas. Auf jeden Fall war das wieder die Musik zum Geheimnis. Aha. Da erhalten wir einen Kristall. Und da erhalten wir noch ein paar Fackeln. Die brauchen wir wohl ein bisschen mehr in diesem Spiel. Oh, nicht zu voreilig. So, wie kommen wir jetzt hier wieder weg? Können wir wieder hoch? Das war nix. Wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Ah, das ist nur... Ah, okay, so. Wie kommen wir hier wieder raus? Alter, wie haben wir das gerade überlebt? Wie kommen wir hier raus? Speicherpulsar. So kommen wir hier raus. Ah, ja. So. Durch das Gebüsch wieder hindurch. Eine kurze Rutschpartie. Und dann haben wir auch diese Passage erfolgreich gemeistert. Dann können wir jetzt endlich mal gucken, was da hinten am Wasser ist. Da so. Ah, da können wir ein bisschen vorbeigehen. Ah, oh je, was haben wir denn hier? Auf eine Insel drauf. Ins Wasser möchte ich ehrlich gesagt nicht. Ich guck mal erstmal noch ein bisschen, was hier rumliegt. Ob da überhaupt noch was rumliegt für uns. Da oben scheint es irgendwie weiterzugehen. So, auf die Insel kommen wir drauf. Kommen wir denn auch da hinten drauf? Da oben geht es irgendwie lang. Da ist eine Tür offen. Da geht es irgendwie. Können wir da runter schwimmen? Da ist nur Wasser. Da ist sonst gar nichts. Da können wir... Sau knapp. Wie kommen wir da hoch? Geht das irgendwie? Kommen wir da hoch? Nee, so nicht. So vielleicht. Das muss doch irgendwie gehen, oder? Die oberste Spitze fehlt. Lara. Ja. Schon sind wir im Wasser. Ich hoffe, da kommen jetzt nicht gleich die Piranhas angeschissen und fressen uns. Ich tauche mal schnell ab, beziehungsweise wieder auf. So, wie kommen wir jetzt hier weiter? Ich möchte da an diesen Hebel dran. Aber wie geht das?
So vielleicht. Ja, so funktioniert das oberste Punkt der Insel und schon können wir an den Hebel dran. Was macht der Hebel? Die komische Kameraperspektive. Die verlädt dazu, runterzufallen.